Wasser kocht. Zack. Einmal Kaffee. Solange der Kaffee läuft, Freunde, ich bin heute ganz früh aufgestanden, es ist jetzt 7:15 Uhr. Und wo es heute hingeht, nach dem Intro. Ihr seid dran geblieben. Also meine Strecke ist heute, das Navi sagt mir so um die 75 Kilometer auf die Ferieninsel Winningen. Da war ich schon mal, das ist ein schöner Campingplatz. Will ich heute hin, wenn es denn klappt, auch mit dem Kaffee. Ich habe aber, ja, ich habe Energieprobleme. Meine Powerbank, ich hatte wieder nette Nachbarn gestern, die habe ich dann drangehungen da an die Steckdose bei den Nachbarn. Und irgendwie war, nach 5 Stunden habe ich dann meine Powerbank am Abend geholt, nachdem ich die Wäsche aufgehängt habe. Und die hat wohl nicht geladen. Ich habe dann jetzt alles, was noch drin war, in den Kamera-Akku gedrückt über Nacht. Und die ist jetzt leer. Ja, ich brauche auf jeden Fall heute Abend Strom, sonst habe ich ein Problem. Das Radl ist gepackt. Es ist jetzt 7.58 Uhr. Wow, also die Uhrzeit, das habe ich ja bisher noch nie geschafft. Das war mein Blick bei der Abfahrt. Ich drehe mich nochmal einen Augenblick rum. Seht ihr Bärencamp? Bärencamp in Bulai. Eine Empfehlung. Es ist 8.28 Uhr. Ja, eincremen, Brötchen holen. Bezahlen hat auch noch ein paar Minuten gedauert, aber so früh war ich schon lange nicht mehr unterwegs. Und ja, da kann ich, jetzt sehe ich's, diese Zeit hat ja seinen Charme. Ist ja kein Mensch auf dem Radweg unterwegs, ich bin allein. Und die Mosel, die liegt ganz flach. Ja, kein bisschen Strömung, kein nix. Ich glaube, die Mosel hat ohnehin nicht so viel Strömung, wenn sie überhaupt Strömung hat. Da wird ja viel angestaut, um den Wasserspiegel zu halten. Und ja, ach, die afrikanischen Wildenten. Ne, Nilgänse, so rum. Jetzt habe ich es. Nilgänse sind es tatsächlich. Und die kacken hier alles voll. Okay. Ja. Also, ich drehe mal rum. So sieht das hier aus. Wunderbar. Jetzt geht's. Fahrt. Noch nicht gefrühstückt. Und eine heftigste Steigung. Boah. Ich hoffe, ich werde gleich mit einem schönen Blick belohnt. Hier geht's mächtig den Berg hoch. Wow, die Steigung oder Gefälle, ob das in der Kamera rüberkommt, weiß ich nicht. Die Hälfte bin ich gefahren, die Hälfte geschoben. Und jetzt suche ich mir einen wunderschönen Platz fürs Frühstück. Ja, 3 Meter weitergefahren und da habe ich meine Belohnung. Für den Blick hat sich die Anstrengung gelohnt. Weiter geht's. Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich hier schon mal mit dem E-Bike gefahren bin. Da habe ich auch in Winningen übernachtet. Da habe ich so einen Tagesausflug, glaube ich, hierher gemacht. Nee, Quatsch, kann gar nicht sein. Das sind ja 70 Kilometer, so viel bin ich nicht gefahren. Dann habe ich auf einem anderen Campingplatz übernachtet, aber die Strecke kommt mir irgendwie bekannt vor. Platz fürs Frühstück ist gefunden. So sieht er aus. Jetzt drehe ich mich rum. Das ist, was ich sehen werde beim Frühstück. Okay, ja, dann packe ich mal aus und lasse es mir gleich schmecken. Es wird geben Tomate, Gurke und dann habe ich eine Kabanuss. Gucken, wie die aussieht. Oh ja, ja, Roggenbrötchen schneide ich mir auf. Und vielleicht noch Dreieckskäse. Mal gucken. Das teile ich hier mal so. Ah, jetzt kommt die Bahn. Auch wenn ich jetzt mal komplett Tasche ausräumen musste, die Fronttasche, aber die Kabanuss, die will ich eigentlich nicht, nee, nicht eigentlich, die will ich nicht ohne Senf essen. Gut. Und ein bisschen Pfeffer und Salz für die Tomaten wäre auch nicht schlecht. So, da kommt jetzt ein bisschen Salz.
und ein bisschen Pfeffer. Mal sehen, ob ich das so, falls ihr euch jetzt fragt, was mein Salz- und Pfefferstreuer, warum ich den nicht nehme, ganz einfach, der ist im Drangia, ja? Und den packe ich jetzt nicht auch noch aus. Ja, eine ordentliche Portion Senf, die Cabanos. Schmeckt super. Habe ich gebraucht, das Frühstück jetzt. Ich genieße jetzt mein Frühstück, dann räume ich auf. Aber hier den Moment Ruhe, den gönne ich mir. Es ist wunderschön ruhig. Ich höre da oben die Vögel zwitschern. Wenn jetzt nicht gerade eine Bahn kommt, traumhaft. Gurke, Tomate. Dann habe ich meine Vorräte so langsam aufgegessen. Nach dem Frühstück, lecker war's. Eine Kleinigkeit ist noch wichtig. Die Kette, die sieht ziemlich schmutzig aus. Ich habe ja schon 4 Tage hinter mir und habe auch üble Strecken gehabt, wo sich ordentlich Staub da in die Kette reingezogen hat. Und ja, ich mache jetzt mal Kettenpflege, Kette reinigen, bisschen neu ölen, fetten und dann spurt die auch wieder. Ich habe hier so einen Lappen und dann ziehe ich erstmal den Dreck weg. Kann man sehen hier, was da Dreck drauf ist, was da ein Dreck runterfällt. Ich versuche das jetzt mal einigermaßen mit sauberen Fingern zu machen. Und dann an der Seite auch noch. Das mache ich jetzt von allen Seiten. Da kann man auch gleich die Spannung prüfen. Die ist aber noch in Ordnung. Das Läppchen, das nehme ich mit. Das schmeiße ich nicht in die Natur. Ja, fast saubere Finger, ne? Ja, es geht bei mir nicht mit sauberen Fingern. Und dann kommt neu Öl drauf. Zack. Ah, ich muss mir mal. Augenblick, ich muss mir das Kettenschloss suchen, damit ich das mit doppelt und dreifach. So, wo ist es? Da ist es. Kettenschloss. Und jetzt ziehe ich hier überall ein bisschen frisch Kettenöl drauf. Und da ist das Kettenschloss. Fertig. Sauberen Fingern, das hat leider nicht geklappt. Und so kriegt man ja überall geschenkt, diese Desinfektion mittlerweile. Und mal gucken, ob ich da halbwegs sauber kriege ich es vielleicht nicht, aber immerhin desinfiziert dann meine Finger. Schöne Aussichten. Ich fahre auf der schattigen Seite. Die Sonne ist hinter dem Berg. Da drüben, was ihr seht, da wäre der Radweg jetzt schon in der Sonne. Ich denke, bei den Temperaturen, die heute auch zu erwarten sind, im Schatten, da gefällt es mir jetzt im Moment auch besser. Ich glaube, schwitzen werde ich von ganz allein heute noch. Und jetzt genieße ich den schönen Moselblick. Ich sehe es von vorne und ihr seht es hinter mir. Ja, und ich habe gerade einen riesen Schreck gekriegt. Nach dem Frühstück habe ich mein Fahrrad ja postiert, ein bisschen in den Büschen, damit es noch auf dem Weg steht, und habe mir einen Draht eingefädelt ins Hinterrad. Beim Losfahren habe ich das dann gemerkt, hat so geklackert, ziehe ich dann den Draht raus. Erst dachte ich, es wäre eine Speiche. Das wäre sehr ärgerlich gewesen, aber es war ein Draht, der im Gebüsch lag und ging auch schwer rauszuziehen. Und dann gibt's ein Gefälle. Und ich bremse die Hinterradbremse, auf einmal kommt keine Bremswirkung zur Hälfte des Bremshebels. Und dann hat er langsam wieder angefangen zu bremsen. Ich kann es mir nur so erklären, dass ich den Draht in die Scheibenbremse reingezogen habe, zwischen Scheibe und Bremsbelag, und der den ein wenig geweitet hat und dadurch ja die Bremskolben auseinandergedrückt hat. Ich habe jetzt eben nochmal nachgeguckt. So sieht das aus mit der Bremse. Und das Rad läuft frei. Ja, das kann ich jetzt mit einer Hand schlecht demonstrieren. Also ich habe das Hinterrad angehoben und das Rad läuft frei. Das ist wichtig, dass da nichts verbogen oder was auch immer ist.
Es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe hier Halt gemacht bei den Schäfchen und bin jetzt so, ja, 500 Meter gefahren, ohne mit der Hinterradbremse zu bremsen. Habe angehalten und wollte, ja, wie teste ich es, habe draufgepackt, ob sie heiß ist. Dann schleift was. Also man hört nichts schleifen, die Bremse ist kühl, alles im grünen Bereich. Ein bekanntes Wahrzeichen des Moselradwegs. Ich meine, es sind alte Klostermauern. Ich habe die schon mal in einem anderen Video gesehen vom Moselradweg. Also unverbindlich sage ich, ein altes Kloster. Falls es nicht stimmt, setzt mir in die Kommentare, was es ist, das Gemäuer. Sieht schön aus, von hier zu betrachten. Leute, es ist jetzt 10 Uhr und ich bin erst 8,5 Kilometer Strecke gefahren. Was mache ich falsch? Gar nichts. Ich habe Urlaub und muss kein Rennen fahren und habe kein festes Ziel. Ja, so kann es sein. Der Weg ist das Ziel. In diesem Sinne, weiter geht's. Es ist einfach so, jeder Flussradweg hat seinen Charme. Und der Moselradweg, der hat seinen besonderen Charme. 100%. Ich komme von da hinten den Radweg gefahren und habe ungelogen gedacht, wo sind diese E-Bike-Stationen, wenn man sie mal braucht. Und jetzt schaut mal, da ist sie. Bike, da ist meine Powerbank drin. So, da werfe ich jetzt einen Euro rein, in der Hoffnung, dass ich ihn auch wieder kriege. Und zack, Euro ist durchgefallen. Und wird geladen. So, ich mache jetzt bequem eine Obstpause. Im Hintergrund seht ihr eine Turbine aus dem Wasserkraftwerk Heimbach Eifel, also nicht von hier. Und ja, während meine Powerbank lädt, dann kann ich gemütlich auf die Mosel oder auf die Staustufe hier schauen. Guck mal, ob ich meinen Euro wieder kriege. Jawohl, Euro ist da. Powerbank hat immer noch zwei Leuchten. Naja, okay, bisschen Strom habe ich jetzt. Bisschen mehr wie heute Morgen. Okay, weiter geht's. Ich habe die Stadt Cochem durchfahren. Eine vom Tourismus geprägte Stadt mit vielen Möglichkeiten zum Flanieren. Das Fahren an der Straße hat den Vorteil, sehr viel zu sehen. Den Nachteil, es ist einmal laut und es gibt null Schatten. Es geht Richtung Dreiskaden. So, Freunde, ich befinde mich in Dreiskaden und habe die Qual der Wahl gehabt, linke oder rechte Moselseite. Und ich drehe mich jetzt mal rum. Da ist die Brücke. Da würde ich auf die linke Moselseite kommen. Ne, Quatsch, ich bin auf der linken Moselseite. Ich werde aber jetzt wechseln auf die rechte, weil die letzten 10 oder 15 Kilometer bin ich nur an der Straße geführt worden. Das war so die Hölle. Es war laut und kein Schatten und nix. Und ich verspreche mir, dass ich da auf der rechten Moselseite vielleicht den schöneren Weg habe, wenn ich Glück habe, bis ich Schatten habe. Warum verspreche ich mir das? Weil dort das Schild Moselradweg gewesen ist und hier ist es nicht. Warum auch nicht? Vielleicht ist es deswegen nicht, weil es irgendeiner abgemacht hat. Also ich fahre jetzt auf diese Brücke hinter mir und wechsle die Moselseite und dann fahre ich Richtung Cobain-Gondorf. Das sind 24 Kilometer von hier aus. So, ich habe in den Untiefen meiner Lenkertasche gerade ein Lippen-Labello-Stift gefunden. Die Lippen, die Sonne macht mir schon zu schaffen und meinen Lippen. Ja, eingecremt bei, Achtung, ich zeig's euch mal. Das Thermometer zeigt 37 Grad auf dem Tacho. Und ich hatte befürchtet, ich sehe da nur noch Brei in dem Labello-Stift. Aber er war noch, ich konnte ihn noch verwenden. Klasse. So, jetzt fahre ich unter der Brücke durch,
hoch über die Brücke, über die Mosel und dann, ich hoffe, auf die schönere Seite. Wird man sehen, ob mein Lotteriespiel funktioniert hat. Ja, der Weg sieht so aus. Der Blick ist schöner. Und die Stille des Moselradwegs war das. Auf der anderen Seite fährt die Bahn. Ja, so ist es. Okay, egal. Die Sonne lacht, ich lach. Ich lach auch. Ich hab Spaß. Ich weiß, dass ich heute Abend einen Campingplatz finden werde, weil von Kilometern her passt für die Campinginsel. Also, im Moment, ja, irgendwie der Wind scheint gedreht zu haben, oder ich habe mich gedreht. Ich habe jetzt Rückenwind. Ich habe jetzt die letzten 10 Kilometer Gegenwind gehabt vorhin, oder gefühlt. Auf einmal kommt Rückenwind. Oh, wow. Läuft. Okay. Ich durchfahre den Ort Burgen, wenn ihr mich trotz der Windgeräusche hören könnt. Ich vermute mal, wegen der zuvor gezeigten Burg. Da oben seht ihr sie nochmal, linke Hand. Schön sieht's aus. Das ist die Radstrecke. Ich bin ziemlich platt und kann etwas gegen meine Energieprobleme tun. Einmal habe ich hier die E-Bike-Station. Da steckt die Powerbank drin, sogar mit USB-Anschluss. Und da es hier keinen Schatten gibt, habe ich mich hier in die Ecke verkrümelt. Und da wird es geben, habe ich mir einen Fladen aufgeschnitten. Ich schmier mir ein Dreieckskäse, schmier ich mir dann drauf. Und ich glaube, da auf die Wiss werde ich mich setzen mit dem Blick. Zur Mosel? Ja, ich sehe es gerade jetzt. Ich sehe es gerade, Leute. Nicht nur mit dem Blick zur Mosel, mit dem Blick zur Burg. Also, irgendwie passt. Beinahe wäre ich dran vorbeigefahren. Ich lasse mir jetzt schmecken und tank Energie. Einwandfrei. Einwandfrei. Hier kriegst du echt was geboten. Du musst die Plätze nur aussuchen. Hier kriegst du echt was geboten. Bei der Gelegenheit auch mal ein Statement zum Radwandern. Das macht's doch aus. Genau das sind die Plätze. Ich sitze hier mit dem Rücken zu irgendeinem, ich weiß gar nicht, was das ist, irgendein Wartungshäuschen. Das wird mir doch, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, im Traum nicht einfallen, hier zu halten. Und jetzt halte ich hier, hab mir was zu essen gemacht, hab auch was zu essen gebraucht. Und ist doch einfach traumhaft. Schaut euch das an. Die schönsten Plätze, die haben wir vor den Augen und sehen sie manchmal nicht. Ne? Einfach schön. Das ist der Charme des Radwanderns. So viel, ja, zu diesem Thema. Und gleich geht's weiter. Robin Gongoff. Ich wechsle die Moselseite. Und auf die Brücke zu kommen, das sind immer so ganz kurze, knackige Steigung. Bin ganz schön außer Puste. Jetzt wieder ein bisschen Luft schnappen. Auf dieser Bank mache ich meine letzte Energiepause, eine Obstpause. Und ich weiß nicht, ob man es mir ansieht. Ja, das ist für mich gefühlt der erste Schatten seit ungefähr 10 Kilometer. Also für euch im Film mag es aussehen, als wäre er nur am Futtern, der Michel. Aber ich bin schon wieder mindestens 10 Kilometer jetzt gefahren seit der letzten Pause. Und unter den Bedingungen, boah, ist das schon echt eine Anstrengung. So, letzte Obstpause. Ich glaube, ich bin ein paar Kilometer vom Campingplatz. Dann melde ich mich spätestens am Zelt wieder. Ich esse jetzt was. Ein paar Pfirsiche habe ich noch. Und eine Banane. Das nächste gigantische Bauwerk. Und da fällt mir wieder ein, wenn der Wind ungünstig steht, dann werde ich die Autos heute Nacht hören. Okay. Campingplatz ist nicht mehr weit. Ferieninsel Winningen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ich bin da. Ich stehe vor der Anmeldung. Bin heute gefahren
71, 63 Kilometer zeigt das Navi und 166 Höhenmeter. Ich denke, das langt für heute. Und ja, ich merke es auch, aber ich bin gut gelaunt. An sich, ich komme frisch hier an, muss ich sagen. Die Energiepausen haben sie in sich gehabt, das hat gepasst. Abendessen ist vorbereitet. Was gibt es? Ich habe Resteverwertung. Ich habe noch eine halbe Zwiebel, eine Knoblauchzehe. Die Cabanossi schneide ich mir klein. Und dann habe ich chinesische Nudeln, die koche ich mir jetzt. Die brate ich dann nach dem Kochen an, beziehungsweise mit der Cabanossi zusammen wird das alles gebraten. Und zwei Eier dazu. Das vermenge ich da drin. Das gibt dann so gebratene Nudeln mit Ei und der Cabanossi. Und eben macht sich eine Wespe schon an meine Cabanossi. Das kommt weg. Ab. Dann die Knoblauchzehe, die Wespen, die machen sich an die Cabanossi. Also ich bin mal gespannt, ob ich die ohne Stechen in den Topf krieg. So, die Knoblauchzehchen. Soll ja auch ein bisschen Geschmack kriegen. Schläft ja keiner mit mir im Zelt heute. So, und da schneide ich die Cabanossi dazu. Einmal teilen. Und dann mache ich mir so ein Streifchen. Das geht ganz gut. Gut, und ab in den Topf. Ja, das brate ich dann gleich an. Bisschen Öl dabei. Das Nudelwasser kocht schon. Na, wo sind sie? Da. Chinesische Nudeln. Die brauchen wir nicht so hoch. Zack. Die kochen schön. Die nehme ich jetzt direkt runter und lasse die nur noch ziehen. Jetzt kann die Cabanossi anbraten. Das sieht schon gut aus. Will ich auch nicht zu braun werden lassen. So, die Nudeln sind fertig. Jetzt tauschen wir das wieder so um. Brät weiter an. Sehr gut. Die Nudeln gieße ich jetzt dazu. Das lasse ich noch mal ein bisschen mit anbraten. So gebratene Nudeln sollen das dann werden. Und dann mache ich gleich das Ei noch rein. So, ein Schuss Öl drüber. Zum Anbraten. Gut. Dann kommen die Eier dazu. Einmal. Zack. So, und wenn das Ei jetzt schön angebraten ist, dann ist es schon fertig. Ja, das hat schon fast gestockt. So, und damit es nicht so fad ist, jetzt das Ei noch dazugekommen, nehmen wir noch Spitze. Ja, ein bisschen weniger so Spitze Pfeffer. So, das sind dann meine gebratenen Cabanossi-Nudeln. Und da habe ich jetzt nur Reste verwertet. Die halbe Zwiebel, die halbe Cabanossi von heute Morgen, die übrig war. Nein, die halbe, es war eine ganze. Waren ja zwei Stück in der Packung. So. So. So, Feuer aus. Jetzt wird angerichtet. Die Wespen, denen schmeckt es auch schon. Und das mag für den einen oder anderen jetzt merkwürdig aussehen, aber da kommt jetzt noch schön Portionchen Ketchup dabei. Ketchup. So sieht das aus. Lecker. Ich esse meine leckere Kombination aus chinesischen Nudeln, Ei. Na, das will nicht so recht. Cabanossi, Knoblauch. Und Ketchup. So, und auch wenn sich das nicht so anhört, das schmeckt gut.
Zwiebel habe ich noch vergessen. Nee, also die ist drin. Habe ich vergessen aufzuzählen. Also schmeckt echt super. Das ist sowas. Man muss ja auch ein bisschen kreativ sein mit dem Zelt ohne Kühlung. Das Ganze, ich will ja auch nicht den ganzen Tag auf Toilette sitzen. Ne? Also ihr habt ja jetzt, wenn ihr die anderen Teile schon gesehen habt, gesehen, dass ich ja mir jeden Tag was anderes kochen möchte, will dann nicht immer das Gleiche essen. Und ein bisschen schmecken soll es eben auch. Was Frisches soll auch dabei sein. Und das ist eben die Küche ohne Kühlung. Ich kann die Kamera gar nicht ausschalten. Da hat sich eine Wespe was geholt von mir und die sitzt jetzt auf dem Ausschalterknopf. Die sitzt direkt drauf und tut sich hier diese, was auch, ja, es wird was von meinem Essen sein. Also, ja, so lange können wir hier noch ein bisschen quatschen, ne? Also, ich kann da nicht drauf drücken. Soll ich sie wegpusten? Oh nee, darf ich ja nicht. Der Sebastian hat ja für das Wegpusten einer Spinne eine Strafe zahlen müssen. Also, da muss ich aufhören. Ich puste keine Wespe weg jetzt. Vor allen Dingen, ich habe auch keinen Bock, gestochen zu werden. Naja, also ich tue mich schon mal verabschieden zum Essen. Jetzt ist er weg. Ich habe mir mein frisches Tuch noch mal ins Knick gelegt. Es ist immer noch hot. Nach dem Essen ist noch mehr hot. Es hat geschmeckt. Und ja, jetzt mein Abwasch, da steht er. Jetzt kommt der Abwasch, heiße Dusche. Und dann ist der Tag auch schon rum. Ich habe jetzt einen Blick auf die Winninger Brücke, auf die hohe. Und rechts der Weinberg. Ja, sieht eigentlich ganz schmuck aus. Und ich kann nur sagen, ja, Fazit zum heutigen Tag. Wow, Wahnsinn, es war mal wieder alles drin, hat Spaß gemacht. Ja, die Sonne hat schon sehr gefordert, weil auf diesem Streckenabschnitt, ich habe jetzt 70 Kilometer auf der Uhr heute gehabt, ich habe, glaube ich, vielleicht 5 Kilometer im Schatten gefahren und der Rest alles in der prallen Sonne. Oder wahrscheinlich noch viel weniger, also es war kaum Schatten an dem heutigen Tag, hat echt gefordert. Aber ansonsten, ich kann nur sagen, ja, an der Stelle, Radreisen, Leute, Radreisen macht Spaß. Ja, ich habe immer wieder die tollsten Erlebnisse. Das macht so Spaß, wo ich bin. Ich lasse mich da nieder, wo es schön ist und da esse mein Essen oder meine Energiepausen, habt ihr ja gesehen, die ich gemacht habe. Die mache ich an Plätzen, wo es schön ist. Wobei heute habe ich ein bisschen auf Plätze geachtet, da wo ich auch Energie krieg. Ich habe ja zweimal E-Bike-Zapfstellen angesaugt. Das hat auch ganz gut geklappt. Okay, also, ja, so viel zum heutigen Tag. Ich freue mich auf den morgigen Tag. Und für euch kann ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, würde ich mich freuen. Und ansonsten, für euch, immer gute Fahrt. Ciao, bis dann.